Gerade jetzt, wo so viel diskutiert wird über die DMZ, warten einige umso mehr auf den Blogpost von Season 5 Reloaded und die Inhalte speziell für die DMZ. Vielleicht so ein bisschen mit der Idee, wie es mit der DMZ dann auch weitergehen könnte. Vorab, das Ganze startet am Mittwoch, wie gehabt, um 18 Uhr. Und wir bekommen eine Season 6 und zwar auch für die DMZ. So viel ist erstmal 100% sicher. Alles andere jetzt im Video. Der Blogpost startet zuallererst mal mit der Bestätigung, dass Waffenaufsätze und Skins in Modern Warfare 3 übernommen werden. In diesem Blogpost wird das übrigens sehr, sehr oft erwähnt. Das zeigt, wie wichtig es anscheinend ist, diesen Punkt nochmal hervorzuheben. Und was auch interessant ist, sie erwähnen auch nochmal speziell, dass alle Operator, die wir bekommen haben in Modern Warfare 3 und jetzt ganz neu, auch in Zombies übernommen werden können. Das heißt, jeden Operator, den wir freigeschaltet haben, können wir auch in Zombies spielen. Das erstmal wird wirklich oft in diesem Blogpost wiederholt. Mit diesem Satz hier steigen wir ein in die DMZ und zwar DMZ is reloaded, additional Shadow Company missions and upgrade tasks because the stakes in DMZ have never been higher. Also die Herausforderungen der DMZ oder für die DMZ waren noch nie höher und das könnte so eine Anspielung auf die Zukunft von DMZ sein, dass die ganzen Leute sich so große Sorgen machen, warum auch immer. Ich habe übrigens extra ein Video dazu gemacht über die Zukunft von DMZ und die Fakten, die wir bisher haben, abseits von Spekulationen, dass die Leute vielleicht sich gar nicht so große Sorgen zu machen brauchen. Also ganz interessante Anspielung hier. Und es geht direkt los mit dem Missionscontent. Die Shadow Company, wie erwartet, bekommt weitere Missionen. Wir haben mindestens Tier 3 und 4 erwartet und wir kriegen tatsächlich Tier 3, Tier 4 und Tier 5. Also komplette Shadow Company Missionen und sie sagen so ein bisschen, was drin sein wird. Unter anderem müssen wir einen schweren Heli beschaffen. Es muss ein NRAP organisiert werden. Und jetzt interessant, das restliche Gas muss aus dem Observatorium-Untergrundbereich extrahiert werden. Das heißt, es schreit danach, dass die Karte verändert sein wird, dass wir ein neues Al-Masra kriegen sozusagen mit dem Einschlag der ganzen Raketen auf dem Observatoriumsgelände und der Freisetzung des Untergrundes, dass wir da Zugriff drauf bekommen, dass wir unten die Gaskanister finden und diese Gaskanister müssen abseits von dem Event, wo wir das bereits machen mussten, jetzt anscheinend auch auf der regulären Map in der DMZ weiterhin extrahiert werden. Sehr, sehr cool, also wir werden auf jeden Fall eine Veränderung der Map bekommen, so wie es aussieht. Auch ein Boss wird besonders hervorgehoben, und zwar der Rhino, aka Rhino, Rhinoceros. Der wird jetzt hier als Commander bezeichnet und es heißt, wir müssen uns ihm speziell nochmal face-to-face, also Angesicht zu Angesicht gegenüberstellen. Was auch immer das bedeutet, ob er jetzt eine Beförderung bekommen hat, sozusagen zum richtigen Boss, was bedeuten könnte, dass er einen eigenen Waffenkoffer bekommt oder dass man ihn woanders antreffen wird, außerhalb des Koschei-Komplexes. Also sehr, sehr gespannt, was es hiermit auf sich hat. Commander Rhino auf jeden Fall eine Aufgabe in den neuen Missionen. Was die Belohnungen für die Shadow Company angeht, also für den Abschluss von Tier 5, da sagen sie jetzt nicht, was die sein werden. Wir haben ja bereits sehr interessante Belohnungen bekommen in einigen Tier 5 Missionen, also zum Beispiel DMZ-Waffen mit 15 Minuten Cooldown oder neue Operator-Skins oder ganze neue Operator-Bundles sozusagen. Es heißt hier nur, dass die Belohnungen, die wir in der Shadow Company bekommen werden, wieder mal nach MW3 übernommen werden können. Das heißt, es ist wirklich ein Schwerpunkt hier in diesem Blogpost und irgendwas ist hier, was wir kriegen werden, was wir dann auch in Modern Warfare 3 haben werden. Achtung, Achtung an dieser Stelle auch wieder für die Verschwörungstheoretiker könnte das natürlich auch wieder ein Augenzwinkern und ein kleiner Hinweis sein, weil das zum ersten Mal in einem DMZ-Blogpost sozusagen in dem Abschnitt erwähnt wird, dass etwas in der DMZ übernommen wird nach MW3, nur mal am Rande hier. Das nächste ist die vorgezogene Operationsbasis, in der wir ja so viele schöne Aufgaben erledigen konnten, indem wir Items sammeln konnten und so weiter, also so typischen Aufgaben eines Extraction Loot Shooters. Und diese bekommt weitere Aufgaben. Das heißt, in der Kommunikationszentrale bekommen wir noch mehr Aufgaben mit permanenten Belohnungen. Wir reden hier von Upgrades. Und diese Upgrades, die wir jetzt weiterhin freischalten können, sind permanent. Unter anderem beinhalten diese Upgrades jetzt die Verlängerung, das heißt die Dauer wird verlängert von UAV-Towern. Ziemlich krass. Das heißt, wir können die Zeit verlängern, in der ein UAV-Tower aktiv ist. Und die Raketenstellungen ebenfalls sind beeinflusst durch diese Upgrades. Das heißt, die Zeitdauer, in die eine Raketenstellung aktiv sein wird für uns oder für unser Team, wird verlängert sein, wenn wir diese Upgrades freischalten.
Damit kommen wir leider schon vom Inhaltlichen zum technischen Teil. Und zwar ist der nächste Punkt Host Leave Game Feature. Also irgendetwas, vielleicht kann das jemand von euch besser beantworten, was das jetzt genau sein könnte. Also Host Leave Game, wenn man das Spiel verlässt unfreiwillig auf irgendeine Art und Weise, vielleicht wenn der Server abstürzt, ist das vielleicht damit gemeint? Dann wird irgendwas stattfinden. Das heißt, es ist ein Feature, was jetzt speziell für die DMZ eingeführt wird. Und auch sehr, sehr, sehr interessant, dass hier ein Waffenbalancing angesprochen wird. Also ein Waffenbalancing speziell für die DMZ. Sehr, sehr interessant. Mittlerweile ist es ja eigentlich immer so, dass Warzone und DMZ gemeinsam gebalanced werden. Aber irgendwas wird hier gebalanced speziell für die DMZ, was die Waffen angeht. Und sie sagen, in den Patch Notes, die wir dann am Mittwoch bekommen werden, werden noch mehr Inhalte stehen. Aber hier erwähnen sie nur technische Veränderungen. Also irgendwelche weiteren technischen Veränderungen werden dann veröffentlicht am Mittwoch. Wobei wir natürlich festhalten müssen, dass sie nie alles sagen in diesem Blogpost, sondern nur die wichtigsten Punkte anteasern. Also von daher sind wir wirklich gespannt, was am Ende des Tages insgesamt rauskommt. Aber das sind erstmal die wesentlichen Inhalte speziell für die DMZ. Wir kommen noch auf die Punkte, die jetzt indirekt für die DMZ sich verändern werden. Und zwar bekommen wir 3 neue Operator. Das ist einmal Mace, der neue Operator. Bei Mace haben wir jetzt kein Veröffentlichungsdatum. Interessant, dass wir nämlich bei dem nächsten Operator, nämlich Lara Croft, den 9. September gesagt bekommen haben. Also am 9. September Lara Croft. Und wir sehen hier das Bild. Könnt gerne mal eure Meinung sagen, optisch. Es gibt ja sehr, sehr viele Versionen von Lara Croft, was ihr von dieser Version hier haltet. Und am 30. August, also direkt am Mittwoch, am Patchtag sozusagen, kommt 21 Savage. Also er ist bestätigt für den 30. August direkt. Im Battle Pass wird dann der verborgene Sektor E0 freigeschaltet sein und hier werden wir finden die neue Pistole, die 2011, dann die MP5 SD und die Spitzhacke, wie er bereits bekannt war. Aber jetzt interessant, wenn man den Battle Pass nicht hat, kann man natürlich auch die Grundversion freischalten, beziehungsweise man kann sie auch so freischalten. Und zwar braucht man für die Spitzhacke zur Freischaltung 15 Nahkampf-Kills, also Operator-Kills, ganz wichtig. Für die Pistolenfreischaltung 15 Pistolen-Headshots und für die Lachmann MP, also für die MP5 SD, die heißt hier übrigens Lachmann Shroud. Wir müssen uns an den Namen gewöhnen. MP5 SD jetzt Lachmann Shroud. Eigentlich ein ganz cooler Name, die Shroud. Brauchen wir 30 Hüftfeuer-Kills mit Maschinengewehren. Und so schalten wir die 3 neuen Waffen regulär frei. Kommen wir jetzt zu der Camo-Challenge. Und hier gibt es jetzt 2 Camo-Challenges. Ziemlich cool. Einmal für Waffen, einmal für Fahrzeuge. Also die Waffen-Camo-Challenge wie gehabt. Viele Kills machen und es sind jetzt wieder Passagen dabei, die wir in der DMZ machen können. Also abgesehen von Operatoren können wir hier auch Bots killen und zwar bei den Raketenwerfern. 75 Kills ist die Frage. Ja gut, müsste eigentlich ganz gut gehen. Also 75 Kills, das können Spieler sein oder Bots. Dann beim Nahkampf dasselbe. 30 Kills hier im Nahkampf und mit den Pistolen müssen 50 Headshots erledigt werden. Das ist also sowohl gegen Spieler im Multiplayer-Modus als auch in der DMZ möglich. Dann kriegen wir das erste Mal eine zweite Camo-Challenge parallel und zwar ist das eine Fahrzeug-Camo-Challenge und hier ganz interessant, es gibt 12 Aufgaben, es müssen aber nur 6 erfüllt werden, um die Fahrzeugskin freizuschalten. Ganz spannend hier und zwar sind hier auch genug Missionen dabei, die wir in der DMZ machen können. Also beispielsweise mit dem LTV 30 Kills, also 30 Bots überfahren oder mit dem Bike 20 Tricks ausführen. Das sind ehrlich gesagt ziemlich coole Aufgaben dabei. Mit dem Panzerboot 20 Kills und das sind alles Bots, die wir killen können. Also hier wird betont, dass es nicht Operator sind, sondern einfach nur Kills. Das bedeutet, wir können einfach in die DMZ und da die Kills machen. Auch ganz interessant hier mit dem Panzerwagen 5 Fahrzeuge zu zerstören. Also auch ganz witzig, der Heli hier 10-mal tanken an verschiedenen Tankstellen. Ja, also da werden wir auf jeden Fall viel Fahrzeugverkehr sehen. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, 6 Aufgaben zu erfüllen reicht und wir haben die Skin freigeschaltet. Last but not least möchte ich noch 2 spezielle Bundles zeigen. Das ist einmal das Hippin-Hoppin-Bundle mit MC Hips und MC Hops. Ja, super geil. Also wir kriegen weitere 2 Hasen im Zuge des Hip-Hop-Events sozusagen. Interessant auf jeden Fall. Und die Blunt Fingers. Also hier eine sehr starke Anlehnung wieder mal an die Cannabis-Pflanze. Ist das hier sozusagen eine Pflanzenskin? Entsprechend auch Ausrüstung. Alles dreht sich hier um Cannabis. Und also auch sehr, sehr interessant. 2 wirklich sehr, sehr, sehr spezielle Bundles.
Also ich frage mich manchmal, was sie mit diesen Bundles vorhaben, ob das so ein bisschen extra Triggern ist der Community, dass sie dazu für Diskussionen sorgen wollen, was ja oft gelingt. Dadurch gerät das Ganze in Diskussion und Gespräch und es wird publik, so ein Marketing-Ding, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, also sehr, sehr interessante Bundles zum Schluss. Ich bin sehr gespannt, was noch da sein wird am Mittwoch in der DMZ und allgemein sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen Aussicht zeigt, wie es mit der DMZ weitergehen könnte, dass diese kleinen Augenzwinker, die wir gesehen haben, ein positiver Ausblick sind für die DMZ. In dem Sinne, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage hasta luego und hasta la vista.